Ja moin, willkommen zurück zu Chained Echoes. Wir sind letztes Mal im Kloster endlich angekommen. Nachdem wir das letzte Mal den Djinn gekillt haben. Ich glaube, der Djinn war schon eine Folge älter. Oder? Nee, ich glaube, das war in der letzten Folge, genau. Egal. Wir sind jetzt im Kloster. Können wahrscheinlich nicht mehr. Können nicht mehr porten. War aber klar. Und hier wollen wir ja nach Geheimnissen oder Informationen über das Grand Grimoire suchen. Und da wir einen Boss gekillt haben, können wir einmal leveln. Das machen wir am Anfang. Was ihr machen könnt, ist auf den Abonnieren-Button zu klicken, wenn es euch gefällt. Das würde mich sehr freuen, würde mir sehr helfen, muss ich sagen. Konterabwehr erhöhen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn wir getroffen werden, erhöht er seine Abwehr, der junge Mann. Tech-Punkte braucht er jetzt nicht wirklich, glaube ich. Ja, komm, machen wir das mal. SOS-Abwehr erhöhen. Feuerwiderstand können wir rausnehmen. Eventuell. Erhöht Angriff um 20%. Ja, das ist schon ganz gut. Machen wir Feuerwiderstand raus und Konterabwehr erhöhen. So. Dann Rob. Kleiner Rob. Zum eine Runde Schweigen zu. Fällt mir halt. Schweigen. Das hat einer in der. Als ich mal offscreen rumgelaufen bin. In der Abenteurergilde gesagt. Schweigen lässt Gegner. Nicht die gelben Magieangriffe machen, also was Lenne zum Beispiel hat, diese Wassersprünge und so. Aber ich weiß ja nicht, was, also wer das hat und so, das ist halt irgendwie kacke. Aber die Sprengfalle benutze ich halt irgendwie gar nicht. Deswegen holen wir uns, glaube ich, Kehlenschnitt, oder? Oder, nee, ich hole mir erstmal. Ja, doch, komm. Mal gucken, vielleicht hilft es uns ja. Ich möchte. Ach, ist drin, okay, weil wir keine Klasse drin haben. Alles klar. So. Sir Victor. Verursacht 2 Runden lang Dürre. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Dann können wir mit Lennon nämlich draufklatschen. Und alle haben halt dann Wasserschwäche. Ziel erhöhen, wenn wir getroffen werden, ist natürlich aber auch geil. Ich glaube, ich will ihn halt einfach rein defensiv haben. Halt schon geil, Dürre auf alle zu machen. Sagen. Aber ich mach mal, hol mir mal Konter Psi erhöht. So. Konter Mittel raus. Bam. So. Sienna. Klingenspiegelung fügt eine Runde lang Erblindung zu. Alle. Einmal pro Kampf. Dass es einmal pro Kampf nur geht, ist halt irgendwie kacke. Machen wir Angriff plus 2. So. Bathras. Schweigenwiderstand wäre halt ganz gut für ihn, ne? Würde ich sagen. Berserker, ja. Ich glaube, das nehme ich auch. Ja, bam. Einmal, ups, hier, passive. Für Maschinenkiller. Dann Lenne. Drittes Auge will ich nicht. Da kriegt sie mehr Schaden. Du kriegst mehr TP. Und Kilian. Kriegt mehr Lebenspunkte. Okay. Alles klar. Dann geht's los.
Dup, dup, dup. Vielleicht sollte ich das nächstes Mal offscreen machen und einfach nur zeigen, was ich geskillt habe. Muss ich mir merken. Wenn ich Ware in so gefährlichen Gebieten verkaufe, dann höre ich eigentlich die... Ah ja, bla bla bla. Ich weiß zwar nicht, wie er hier reinkommt, aber egal. Beute. Keine neuen Deals, aber wir können was kaufen. Kleidung und Gewänder. Dünner Draht. Rotweinflasche, Weißweinflasche. Kleidung und Gewänder 4. Abenteurerweste, Schamanengewand. Noch ein Schamanengewand. Leichte und schwere Rüstung. Brigantine, Kettenrüstung. Okay. Nice. Du hast schon ein Schamanengewand an. Ah. Abenteurerweste. Yes. Oh, yes. Reduziert die Fertigkeitskosten. Dann lasse ich das nochmal drin. Aber wir haben auf jeden Fall was Neues. Du kannst jetzt aber auch ein Schamanengewand anlegen. Nö, noch nicht. Brigantin haben wir auch bekommen. Und Kettenrüstung. Ah, das hatten wir, ja. Okay. Wir müssen es halt erstmal upgraden. Hier ist kein Schmied. Leider. Oder kein Amboss. Ich sag mal kein Schmied, aber wir schmieden ja selber. So, was haben wir denn hier? Hier geht's nach unten und nach oben und nach rechts. Oh. Oh. Okay. Mhm, mhm. Dann nach oben. Hier ist eine Truhe. Mahlzeit. Hier ist auch keine richtige Mucke. Bisschen creepy. Hier können wir wahrscheinlich wieder raus. Da geht's nach oben. Ja, das erinnert mich hier gerade so ein bisschen an Final Fantasy VI, der Aufbau. Von einem Schloss da. Alter, für the fuck, was gibt's hier alles? Okay, warte mal, wir gehen erstmal hier runter. Hm, das habe ich mir gedacht. Hier kommt man zu der Truhe. Jade-Amulett. Ist doch deine Waffe, yes. Genauso gut. Verursacht Schwächeangriff. Dunkelangriff. Habe ich das da drin? Wenn ich nicht verstanden habe, wie es geht. Aber ist halt gerade noch genauso gut. Aber natürlich kein Kristall drin. Deswegen lassen wir erstmal das mit dem Kristall drin, bis wir einen Amboss finden. Will ich erstmal hier lang. Ja, hier ist nämlich noch eine Truhe. Lähmungstreffer. Hm? Mhm. Hartpanzer. Material zum Craften. Mal, hier ist nur ein Nebenraum. Nein, ist nicht. Doch, geil. Noch eine Brigantine, okay. Brauchen wir nicht. Nicht wirklich. Oder? Was hast du an? Du hast den... Ach, warte, du kannst jetzt auch die Kettenrüstung anziehen, yo. Du hast noch den silbernen Brustpanzer an, der ist ja richtig scheiße. Eieieiei, yo. Irgendwie voll nicht gerallt. So, jetzt können wir hier nach oben oder die Treppen hoch. Ja, hier geht's, glaube ich, weiter. Das heißt... Erstmal hier lang. Nein! Hier geht's weiter. Yes, okay. Hä? Also, glaube ich. Dann gehen wir doch erstmal die Treppen hoch. Da geht's auch noch rein. Hier geht's, ja. Ah. Yes! Möchtest du die Helden von Leona anbeten? Moment. Das wird wieder ein harter Kampf wahrscheinlich. Ja. Nice. Neue Karte. Neues Klassenwappen, meine ich. Naja, der sagt immer das Gleiche. Hm? Oh mein Gott. Das ist nicht gut.
erhöhe, glaube ich, die Crit-Chance. Doch, ich erhöhe die Crit-Chance. Das ist der Ultra-Move. Fügt einem Gegner schweren körperlichen Schaden zu, erhöht seine Geschicklichkeit und Crit-Chance. Ich glaube, hau mal einen Seepferdchenritter raus. Die Attacke haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, doch, haben wir. Okay. Schlitz! Okay. Dann Windsprung, glaube ich. Oder? Ja. Ich will einen Seepferdchenritter direkt rausnehmen. Am besten. Alter. Das ist so dumm, Mann. So, greif mal ihn an. Yokogiri. Jo, gekrittet. Du musst wieder alle heilen. Beziehungsweise, nee, du musst raus und wir brauchen Single Target Heal. Der irgendwie nicht wirklich viel macht. Ja, geil. Bitte sei tot. Natürlich nicht. Aber jetzt hoffentlich. Okay. Ach, wenn man einen von den Seepferdchenrittern killt, haut der andere ab. Sind das alles Lappen, ey. Unglaublich. Rüstungsbrecher. Ne, warte mal. Ölhieb. Können wir wieder mit Feuer angreifen. Wechsel und alle heilen. Du. Also war das... Ja, die fokussen die wieder raus. Ist klar. Ich muss jetzt die Overdrive auf die Overdrive-Dings achten. So, erwecke sie mal bitte. Jetzt wird sie. Ja, klar. Okay. Erweckter Geist. Schwupp. Und mach's gut. Ey. Wow. Aber ne, merken, wenn man gegen zwei Seepferdchenritter kämpft, eins fokussen. Was haben wir? Was kriegen wir? Abzeichen des Mönchs Olivian. Okay. Nun geht hin, tapfere Krieger und wissbegierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Eldrea. Geil. Was macht das? Du hast nix. LP und Geschicklichkeit. Heilt alle Statusbeeinträchtigungen. Trunkmeister erhöht die Geschicklichkeit zwei Runden lang um 25%. Okay. Will ich das Lenne geben? Nee. Gib ihm das, wa? Oder soll er Krieger rausnehmen? Angriff erhöht braucht er eigentlich jetzt nicht wirklich. Ist er, so ein Tank ist er jetzt eigentlich auch nicht. Du? Ja, ich meine, wenn er die Geschwindigkeit erhöht, kann er halt früher Gift verteilen und so. Kontert körperliche Angriffe eines einzelnen Ziels mit einem Angriff. Ich will das ihm geben, ganz ehrlich. Ja. Er ist dann der Mönch. Kann Geschicklichkeit erhöhen, alle Status
Beeinträchtigungen heilen. Kontert körperliche Angriffe mit Lockvogel, wird er häufig angegriffen und erhöht die LP. Krieger kriegst du dann, ja. Okay. Nein. Hast du noch irgendwas einschränken? Verringert Overdrive. Das ist schon geil. Energieleihe benutze ich halt fast nie mit ihm. Packe ich mal einschränken rein. So. Du könnte dir halt mal Sprengfalle, da mache ich mal Ansturm hin. Für die Sprengfalle mache ich mal den Power-Schwung rein, um AOE mit ihm zu haben. 321. Boah, der Giftschuss. Macht halt so viel mehr Schaden jetzt, wenn ich den leveln würde. Das mache ich auch, oder? Komm. Ups. Leveln, bam. Haben wir noch irgendwo was? 215. Crit Schaden erhöht? Nee, fast alles. Ja, LP-Opfer will ich nicht. Du, 176. Magie erhöht. Ja. Ja. 79. Du hast nix, nee. Du hast 115. Nee. Warum ist Giftwiderstand auf Max? BTF. Okay. Alles klar. Noch ein Klassenwappen. Ist das geil oder was? Hell yeah. Ja, wieder runter. Okay. Dann nach oben. Baba. Byron. Frag mich, ob es mehr Klassenwappen als Partymitglieder gibt. Harte Rippen. Ah, hier hätte man es auch gesehen. Ah ja, geil. Kann man hier irgendwo lang, nö? Okay. Was kommt hier? Okay, ein Turm. Hier muss ein Sturm gewütet haben. Ob wir jemals die Informationen finden werden? Wenn sie nicht auf dem Grund des Meeres liegen, dann sollten wir hier was finden können. Die Mönche wussten, wie diese Wissensschätze gut dokumentiert. Okay. Und ein Dokument dieser Dokumentation ist mir vor einiger Zeit in die Hände gefallen. Das heißt, wir wissen, wo wir suchen müssen? Ich habe Spuren, ja, aber ihr könnt mir gern behilflich sein. Wonach genau suchen wir? Wie du siehst, gibt es zahlreiche Bücher, die wegen der Erdbeben und dem Wetter nicht mehr an ihrem Platz stehen. Da hilft nicht einmal die beste Dokumentation. Bitte schaut nach, ob es irgendwo eine Inventarliste oder Tagebücher gibt. Null Kilbers würde besonders interessant sein. Was lässt euch glauben, er führte eins? Der hohe Prophet der Kirche führte einst ein Tagebuch, welches bis heute als das wichtigste Schriftstück ihres Glaubens gilt. Seitdem war es eine heilige Pflicht, dass jeder Mönch eins führte. Schön. Während ihr die sortierten Regale durchsucht, prüfen wir die ganzen verstreuten Papiere. Ich suche hier drüben. Dann suche ich hier. Diese Ecke sieht nicht so staubig aus. Moment, sagt mir nicht, dass ihr alle lesen könnt. Ihr mangelt es wohl nie an herablassenden Beleidigungen. Ich war nur überrascht. Ich bin mir nicht sicher, ob es für deinen Charakter spricht, dass solche Aussagen so einfach über deine Lippen gehen. Ihr werdet wohl nie miteinander auskommen. Schischische, nun an die Arbeit. WTF, der Typ ist halt echt arrogant, ne? Ui. 88%, 93%, 100%. Alle vier Luftsteine arbeiten mit voller Kraft. Motoren liegen bei 30% ihrer Gesamtleistung. Alle Mann, bereit zum Abflug. Oh oh, die Offensive geht los. Verrückt! Ein riesiges Luftschiff, groß wie ein Schloss, hebt einfach in die Lüfte.
Ein Auftrag, der herausragend erledigt wurde. Es freut mich, dass ihr mit unserem Produkt zufrieden seid. Excelsior Industries ist für seine Qualität bekannt. Starkes Holz aus Miranda, robuste Metalle aus den Bergen von Ramunda und die stärksten Opussteine, die Gainbranth zur Verfügung stellen konnte. All das machen die Aurora zum mächtigsten Luftschiff, das Valandis jemals gesehen hat. Die Wissenschaft macht dieser Tage große Fortschritte. Das tut sie schon seit einiger Zeit, mein Herr. Außerhalb von Valandis sicherlich, doch während all der Kämpfe war kaum Zeit für Fortschritte hier bei uns. Das wird sich bald ändern. Ich hörte, die Jungfernfahrt dieses Schiffs bringt uns auf direkten Weg zum Schlachtfeld. Mein Rat wäre es, eure Mannschaft ein wenig länger auszubilden. Sorgt euch nicht, das Schiff wird heute keine Schlacht sehen. Die Aurora ist stark, aber sie ist nicht die mächtigste Waffe in unserem Arsenal. Der heutige Kampf wird ein schnelles Ende finden. Oh ja, ich habe die Gerüchte gehört, das Grand Grimoire. Eure Hoheit, Nachricht von den anderen Schiffen, sie warten alle auf euren Befehl. Gut, endlich ist hier etwas los. Ich mache mich auf den Weg. Die Brücke der Pegasus erwartet meine Befehle. Wir sehen uns später, mein Prinz. Ich werde ebenfalls zu Daedalus zurückkehren. Ich muss sagen, wegen des Grand Grimoire ist all die Spannung vor der Schlacht irgendwie dahin. Aber das dürfte für mein altes Herz auch besser sein. Ha! Oh boy. Nichts, gar nichts, nur Müll. Wer liest solches Zeug? Ich habe auch nichts Nützliches gefunden. Kilian, du vielleicht? Kilian? Ah, hast du was gesagt? Die Prinzessin fragt, ob du etwas gefunden hast. Nein, nichts. Aber wir. Oh. Es ist nicht viel. Obwohl sich die Mönche der Armut verschrieben hatten, besaßen sie einige wertvolle Objekte. Und solche Schätze wurden natürlich in einer Schatzkammer aufbewahrt, welche vom Schatzmeister bewacht wurde, welcher eine Schatzliste führte. Und dort hast du das Grimoire gefunden? Ja, wir wussten das grobe Jahr und fanden einen Eintrag über den Stein. Dort steht einfach ein Grimoire unvorstellbarer Größe. Scheint, als kannten sie die Macht nicht. Gab auch eine Notiz in der Liste. Wir nahmen an, der Stein wurde einfach als Geschenk an den König von Terran übergeben, aber es gab tatsächlich einen Grund. Es war eine Bezahlung, um ungehindert durch Valandis reisen zu können, Kirchen zu errichten und Nachforschungen zu betreiben. Nachforschung? Die Kirche schien auf der Suche nach einer Grabstätte einer der Heiligen von Valandis zu sein, eine gewisse Lady Rayna. Ah, und hier hören die Informationen auf. Wir haben mehr im Tagebuch dieses Schatzmeisters gefunden, den du erwähnt hast. Als er den Lagerraum reinigte, fand er ein regenbogenfarbiges Grimoire im Regal. Es fiel herunter, rollte den Korridor entlang und fiel die Treppe hinab. Es löste eine große Explosion aus, schreibt er. Er hat das Grand Grimoire zerschlagen, hier? Offensichtlich war die große Explosion nicht so groß, wie wir sie kennen. Sie zerstörte nur einen Teil des Erdgeschosses und des vorderen Gartens. Klingt nicht nach dem Grimoire, das wir suchen, richtig? Aber es war ein regenbogenfarbenes, schimmerndes Grimoire. Aus der Zeit, als Nal Kilber es nach Terran brachte. Was passierte dann? Der Mönch war verängstigt. Er rannte hinunter und sah, wie sich das Grimoire in der Luft erneut zusammensetzte. Die Teile wurden durch einen Ätherwirbel verbunden. Es scheint, das Grimoire saugte den Äther ein, bevor es sich selbst damit wiederherstellte. Äther? Von wo? Von den toten Vögeln im Garten. Das Grimoire konsumierte den Äther vom Leben, das es auslöschte? Mehr steht hier nicht. Der Mönch behielt das Geheimnis für sich und wollte nicht für die Explosion verantwortlich gemacht werden. Was hat das zu bedeuten? Genug mit der Geschichtsstunde. Deine Freunde mit dem Kopfgeld und die Prinzessin kommen mit uns. Oh boy. Ihr habt das Rätsel gelöst? Reines Glück, schätze ich. Legt die Waffen weg und gebt auf. Sehen wir aus, als würden wir aufgeben? Nein. Na gut, lass es uns beenden. Kampf? Okay. Oh boy. Waffen, bitte. Wollen wir direkt jemanden wieder rausnehmen? Alle gegen Windschwach. Okay. Dann Windspringen wir mal. Und du erhöhst unsere Geschicklichkeit. Mhm. Angriffsstärkung. Wind. Okay. Yo, wie viel Schaden machen die? Oh Gott, Hilfe. Yokogiri. 4 Crits, so wollen wir das doch sehen. Ja, ich muss dich läutern. Äh.
irgendwer. Du selbst hast Geschicklichkeitsbrecher. Ich mach mal seinen Ultra-Move, damit wir die schwächen auch noch. Jo. Hymne der Heilung. Angriffsstärkung, natürlich. Blütensturm. Ich glaube, ich hau Nos zuerst weg. Okay. Au. Au. Windsprung wieder. Schlitz. Lockvogel. Auf Bathusta mache ich mal. Tapferkeitsminuett. Und du machst wieder Yokogiri. Regeneration, Wasser, LP Region und Aura. Okay. Geschicklichkeit. Wollen wir die erhöhen? Wieder? Ja, wollen wir. Der eine ist tot. Nicht? What? Doch, okay. Okay, das ist anscheinend ein Bug. Bam. Du machst EP-Schild. Oder du gibst uns ein EP-Schild. Dann greif mal Galfried an. Der heilt. Würde ihm aber nicht viel bringen. Okay. Warum auch immer der nur einen Schaden gemacht hat. Ah, wegen dem LP-Schild. Okay, der oben ist auch tot, glaube ich. Weil er so komisch steht. Bam, bam, bam. So. Oh nein. Okay. Er heilt sich nur. Gut, dann. Ach, der ist immer noch nicht tot. Jetzt sind beide tot. Okay. 10 FP, wow. Huff, huff, wir sind stark. Huff, huff, warum macht das uns das Schicksal immer so schwer? Weil ihr es nicht besser verdient. Ich hab genug. Oh, oh. General Guston. Ihr hattet eure Chance auf das Kopfgeld. Jetzt übernehmen wir. Moment, wir haben nicht die ganze Drecksarbeit für nichts gemacht. Ohne uns würdet ihr euch immer noch die Zähne an dem Tor ausbeißen. Ihr seid umzingelt. Werft eure Waffen weg. General Guston, wisst ihr, mit wem ihr hier redet? Erinnert euch an euren Rang. Ich spreche nicht als General zu euch, sondern im Namen eures Bruders, dem Prinzen. Diese Gruppe soll neutralisiert werden und eure Rückkehr muss sofort arrangiert werden, Prinzessin. Ich kehre nicht zurück. Ihr könnt mich nicht zwingen. Wenn ich keine Wahl habe, dann kann ich das, denke ich. Luftschiff? Ist das Siennas Luftschiff? Oh, nein. Eine schwarze Himmelsrüstung? Oh boy. Also geben sie sich endlich zu zeigen. Wer seid ihr? Gehört ihr zu denen? Klick, klick, klick. Hört ihr es? Klick, klick, klick. Das Rad des Schicksals dreht sich. Wovon redet ihr? Okay, die sind nicht mit den Jungs da. Mit dem General. Der Fluss fließt, das Rad dreht sich, das Getreide wird gemahlen, aber wo ist die Müllerin? Wer hat sie gesehen? Jemand muss den Block vom Rad gestoßen haben, ansonsten würde es sich nicht drehen, nicht wahr? Gehört er zu euch? Bogenschützen in Position! Ah, da ist die Müllerin. Lenne. Meint er Lenne? Arme Frau, allein im finsteren Wald, weit ab vom Pfad, weit weg von der Mühle, umzingelt von Bösen, ach so bösen Wölfen. Wer seid ihr? Wer ich bin, liebe Müllerin? Auf meinen Befehl! Ihr wollt echt mit Pfeilen auf eine Metallrüstung schießen, okay? Ich bin der Jäger. Feuer! Okay, mit Feuerpfeilen. Aber trotzdem, ja. Das ist unsere Chance, los! Okay, what the fuck? Komm! Holt die Himmelsrüstung vom Himmel und bringt mir die Prinzessin, jetzt! Oh boy. Auch wenn es scheiße ist, das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist jetzt vorbei. Yo, what the hell?
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das tat, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.